herzlich willkommen in Eddys Modellwerft. Es geht weiter mit den Adler von Lübeck. Ja, ich habe euch ja schon die eine Seite, glaube ich, gezeigt, die soweit, wie ich glaube, schon fertig ist. Ich habe überall jetzt hier hinten die Wappen. Ich habe hier den Banner und hier vorne die Wappen. Hier vorne habe ich auch geschlossen. Da habe ich die Figur ausgeschnitten und vorne die Blende ran. Und jetzt bin ich dabei, die ja, geöffnete nicht, aber da, wo auf jeden Fall die Stückpforten alle geöffnet sind, so die Kanonen raus sind. Habe ich hier schon mal angefangen, wie gesagt, vorne die Wappen anzugeben und ich habe hier das Banner hochgerefft, also aufgerollt irgendwie dargestellt. Ich habe das einfach angenäht und zwar beide Tappen. Was habe ich dennoch gemacht, was ihr gleich sehen werdet? Ich habe hier den Spill habe ich fertiggestellt und ich habe euch gezeigt, wie das Boot gemacht wird. Das wird aus der gleichen Bauweise wie hier der Adler von Lübeck auch, und zwar aus Balsaholz, Schichtbauweise, nicht auf Spantenbauweise. Ja, was wird hier noch passieren? Hier wird auch ein bisschen ausgewässert und hier hinten kommt noch ein paar rote Striche drauf, genau wie hier hinten auch. Und dann werde ich hier noch ein paar Klampen raufsetzen und dann werde ich hier auch noch ein paar Ruder machen. Und natürlich kommt hier hinten noch die Pinne ran. Die habe ich hier auch schon irgendwo rumfliegen. Nö, habe ich nicht. Aber irgendwo ist, habe ich das. Ich weiß das. Ja, hier hinten am Heck bin ich auch so weit, es geht fertig. Es fehlen jetzt nur noch die Verzierteile und ich muss hier den Abschluss bringen. Ja, der Adler von Lübeck ist mal ein ganz anderes Modell. Heutzutage bekommt man ja alles immer vorgelasert und man braucht das dann nur die kleinen Verbindungsstücke rausschneiden. Hier ist es eben halt, dass man alles ausschneiden muss. Und ja, mit der heutigen Technik denkt man, ist das ein bisschen einfacher. Nein, ist es nicht. Weil wenn man zum Beispiel so etwas mit einer Dekopiersäge aussieht, die Dekopiersäge, die läuft ja nicht rauf und runter, sondern die schneidet auch nach vorne. Und ja, die rührt so ein bisschen in dem Holz rum. Und da das Holz sehr, sehr trocken ist, weil sind ja alles so 80er Modelle, dann kann das schon mal passieren, dass das eben halt ein bisschen, ja, das wird dann so spröde und rissig. Und dann kann man das auch mal schon mal sein lassen, wenn man solche kleinen Teile aussieht, dass man denn gerade just zum Ende ist und dann nimmt die Dekopiersäge das Teil hoch und dann bupp, ist es entweder abgebrochen oder ja, es fliegt irgendwie in hohem Bogen aus dem Rahmen raus. Aber wie gesagt, ich habe das soweit alles im Griff. Ich mache mir das jetzt so wie, sag ich mal, beim Laserteil aus. Ich schneide mir die Teile jetzt nur noch so weit zu, wie ich das ungefähr da auch noch festhalten kann. Und den Rest mache ich dann mit einem Cuttermesser. Ich habe das auch schon mit der normalen Laubsäge versucht. Aber irgendwie stelle ich mich da ein bisschen zu blöd an. Und mit der, mit der normalen Laubsäge, da hake ich immer fest und so weiter. Und da sieht das alles so ein bisschen, ja, so Wellerform aus. Mit der Dekopiersäge geht es einigermaßen, zumindest diese großen Teile. Ja, so das eine oder andere habe ich hier natürlich auch ein bisschen verändert. Ich habe hier auch schon die Niedergänge fertig gemacht. Die kann ich euch auch mal so in der Strichversion zeigen. Da habe ich so kleine Geländerstützen gemacht. Hier sollte eigentlich so ein, nur einfach ein Rahmen aus geraden Stücken sein. Ich habe das einzeln gemacht und hier oben das Gelände habe ich auch einzeln aufgesetzt und hier unten und alles schön auf Gierung gesetzt. Ich hoffe, das sieht soweit ganz gut aus. Ja, wie ihr seht, ist auch der erste Mast schon da, aber der steckt natürlich noch ganz lose drin. Da wollte ich nur mal gucken, wie groß das Loch sein muss. Und ansonsten habe ich alle Löcher für die Masten schon gemacht. Und zwar hier kommt ja einer rein. Dann der Großmast, also der Großmast oder Hauptmast und dann hier die zwei. Ja, es ist ein Viermaster. Cool, ne? Schon damals. Aber wie gesagt, die beiden hinteren bekommen nur Gaffelsiegel.
der bekommt ein paar Segel mehr, ich glaube 2 oder 3 Stück. Und hier vorne kommen nur 2. Dann haben wir hier vorne noch das Loch für die Bugspriet. Ja, das ist alles soweit vorbereitet. Hier hinten den Balkon habe ich auch schon beplankt und so weiter, nochmal furniert in den gleichen Holz wie oben auch. Ja, es wird langsam. Ja, auf Deck fehlt jetzt eigentlich nicht mehr viel. Wie gesagt, es kommt jetzt hier nur noch die Abänderung und dann habe ich auch schon meine ganzen Leisten getaucht für die ganzen Stützen hier drin. Ja, was fehlt noch an Deck? Dann kommen noch hier die ganzen Nagelbänke hin. Das sind hier einmal eine etwas größere und dann kommen hier mehrere kleine Nagelbänke. Und zwar, die sind direkt an der Schanz angebracht. Und ja, ich habe hier leider nicht so viel Auflagefläche. Ich werde das so machen, weil ich hier ja noch die Stützen ransetze. Und die Stützen lasse ich dann so ein bisschen bis zur Oberkante hier mit hochgehen. Und dann werde ich die einen oder anderen etwas tiefer setzen. Und hier drunter habe ich noch so einen kleinen, so einen halben Millimeter Platz. Und da werde ich dann auf diese Stützen sozusagen die Nagelbänke rauf machen. Ja, so weit, so gut. Das sieht eigentlich schon sehr schick aus. Und ich werde euch demnächst, wenn ich das ganze Decksgeschehen mache, auch noch auf dem Laufenden halten. Aber gleich hinten dran gibt es noch ein paar Videos, hauptsächlich wie ich das Boot hergestellt habe und vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten. Ich werde dann gleich auch noch mal einen kleinen Rundgang über das Schiff machen. Und dann sehen wir uns in keinen Abspann weiter. Das wird sozusagen der Rundgang sein. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht, hier aus Eddys Modellwerft mit dem Adler von Lübeck. Ich möchte mich natürlich noch bedanken, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Und für dieses Video könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn ihr daran interessiert seid, wie es weitergeht, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und dann das schwarze Glöckchen betätigen, damit ihr auch immer benachrichtigt werdet, wenn wieder etwas Neues passiert. Okay. Schaut euch noch die kleinen Videos an und ich sag schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal. So, jetzt geht das mal weiter mit dem Boot des Adler von Lübeck. Das sind jetzt mal so die alten Methoden, so wie auch hier Unterteil des Rumpfes aufgebaut wurde. Da hat man zweimal die gleichen Teile. Logischerweise einmal für links und rechts und man hat auch einen Kiel. Ja, und hier geht das jetzt ganz logischerweise so, dass man hier jetzt das erste dicke Stück aufträgt. Bei Weißeholz muss man wissen, das saugt sehr schnell auf, also tragt das ruhig, na, nicht zu dick, aber schon etwas mit so einer kleinen Hüllung auf. So, und dann muss man jetzt nur die richtige Richtung finden. Weil ich habe ja zwei die gleichen Teile und ja, die haben das leider nicht so gemacht. Aber ich kann das, glaube ich, auch nur auf der anderen Seite. Da muss ich das leider spiegelverkehrt machen, aber hier ist es, glaube ich, richtig. So, da klebt ihr dann diese eine Schiene rauf und dann ziehen wir das auch gleich ein bisschen ran, dass wir da nicht zu viel Wulst haben. So, und jetzt nehmen wir das zweite Teil. Weil die sind leider, glaube ich, nicht identisch. Wenn ich die umdrehe, doch, eigentlich schon. Könnte gut angehen. So, und da klebt einem halt das
zweite Teil rauf. Ja, und ihr seht da schon, dass eine unheimlich große Stufe, wenn ihr das mal so von der Seite seht, und das muss jetzt alles plangeschliffen werden. Und ich weiß nicht, wie die sich das immer so vorstellen, aber das ist schon eine mächtige Stufe, die da drin ist. Und ihr seht, ich muss mit diesem Teil hier unten schräg bis hier oben rankommen. Das ist, ja, das ist nicht gerade von leichten Nähten. So, damit ich jetzt nicht so rum vor mich lasse, das ein bisschen anziehen, mache ich jetzt hier die zweite Seite fertig. Ich habe mir natürlich auch ein bisschen mehr Auflage gewünscht, aber wir sind bei Graupner ja nicht im Wunschkonzert. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin richtig froh, dass ich den untersten Teil des Rumpfes schon zweimal vorhanden hatte. Da konnte ich mir den schöneren für aussuchen. Aber leider war das Boot noch nicht vorhanden. So, jetzt schmier ich das wieder ab. Innen drin ist es egal, wie das da aussieht. Da kann es ruhig, das muss auch alles schön ausgehöhlt werden. Ja, wie ich das mache, das weiß ich noch nicht. Weil, ich sag mal, die Detaillierung, wie sie die Boote machen, so mit den ganzen Brettern unten drin, die ist schon wirklich toll. Aber die sind alle auf solchen Teilen, wie ihr das kennt, auf solchen Sachen einfach aufgedruckt. Ne? Und das muss man alles mit der Säge aussägen. So, jetzt kommt natürlich die Schwierigkeit. Man hat auf der Seite das natürlich nicht eingetragen, wie das geklebt werden muss. Ups, da hat sich ein fremdes Teil angeklebt. Aber das werde ich wohl hinkriegen. Ich richte mich da nämlich einfach denn nach dem anderen Teil und ich hoffe, sie sehen ja ganz grob aus, als wenn sie Eddie, du bist doof, Backe. Du musst es doch unten einschmieren. Ja, unten. Ist aber wirklich unten? Ja, unten. Also manchmal hat man auch ein bisschen wenig Grips im Kopf. Aber naja. Wird ja sowieso alles noch verleimt und verklebt und gespachtelt und so weiter, aber trotzdem. So, jetzt muss das so ziemlich identisch darauf, ohne dass es angezeichnet ist. Und ich gehe jetzt mal davon aus, Pi mal Augenmaß. Da sieht das gut aus. Hier sieht das auch gut aus. Jetzt ein bisschen andrücken, ohne dass wieder alles auseinanderbricht. So. Ja, sieht schon aus wie ein Boot, ne? Wohl eher irgendwie, naja, ich weiß auch nicht so richtig. Aber naja. Das wird ja noch lustig, wenn ich das schleife. Ich glaube, so wie ich mich kenne, wird da sehr viel Spachtelmasse zum Einsatz kommen. Aber da lasse ich mich und seid auch überrascht, wie das nachher aussieht. Ich habe euch ja gezeigt, wie das Ruderboot zusammengebaut und wir sind jetzt mal ein bisschen in der freien Natur, weil das heute noch schön ist und ein bisschen windig ist. Da habe ich dann nicht den ganzen Staub im Haus. Ja, so sah das mal vorher aus und ich habe jetzt schon mal eine Seite fertig, soweit fertig gemacht. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten, aber so in groben Zügen habe ich das hinbekommen und ich zeige euch jetzt einmal, wie das funktioniert. Und zwar, ihr nehmt logischerweise hier einen schönen Schleifklotz. Und als erstes seht ihr, dass dieses Stück hier viel zu dick ist. Ne, und hier der Abstand auch viel zu groß ist. Aber das kriegt ihr in dem hin, dass ihr erstmal
äußere Form euch erstellt und dann ist automatisch dieses Stück auch schmäler. So, ich zeige das mal. Ich gehe da jetzt hier und fange einfach, ne, hier ist vorne und da ist Achter von dem Boot. Und da ich ja jetzt genau die andere Seite habe, kann ich jetzt ganz genau sehen, wie ich das hinkriege. Man muss jetzt erstmal diese ganze Partie runterschleifen. Am besten nicht nur vorne, sondern gleich in der ganzen Länge. Jetzt nicht hier runterschleifen, das auf die andere Seite des Maßes. Das wäre noch ein bisschen zu früh. Verfrüht, das könnt ihr gleich machen. So, hier haben wir es hier etwas spitzer. Haben wir hier vorne schon langsam die Kontur. Dann können wir versuchen, jetzt die Kontur, hier seht ihr, ist es ziemlich spitz, hier auch. Dann habe ich die gleiche Spitze hin und dann mache ich jetzt nur noch gerade. So. Das gleiche mache ich jetzt hier hinten. Und ihr seht, jetzt habe ich das einigermaßen gleich gekriegt. Und jetzt nimmt man hier so ein bisschen den Poller immer ab, damit man hinten den Steven genau gleich kriegt. So, wenn das denn soweit gemacht ist, hier noch kleine Feinigkeiten. So, aber jetzt ist auch der Abstand der Bordwand ist, glaube ich, gut. Jetzt drehe ich mir die Kiste um und dann sehe ich, ja, wie das hier vorne gelaufen ist. Da schlafe ich mir jetzt erstmal schräg. Und zwar so schräg, dass ich auf das unterste Holz anstoße. Dann kommt dieses Stück, wo das weiße Holz sich sehr schlecht schleifen lässt, und zwar in Längsrichtung. Am besten lässt sich das Schleifen so in Querrichtung, aber ihr stoßt ja dann immer an den Kiel und deswegen, ihr müsst ja auch die Runde umkriegen. Die ist immer halt ein bisschen schwierig, weil da nicht immer so viel weggenommen wird. So, dann könnt ihr jetzt vorne und hinten anpassen. Dann könnt ihr die Rundung anpassen und gleichzeitig auch in die Schrägung reingehen. So. Wenn es denn immer Stück für Stück jetzt hier weitermachen. So, wenn ihr es jetzt so ungefähr habt, vielleicht hier noch ein bisschen, da muss man aufpassen, nicht, dass hier jetzt ein Loch entsteht, dass ihr da durchgucken könnt, dann habt ihr zu viel weggeschleppt. So. Jetzt kann man natürlich noch mal von vorne gucken, ob das alles so gut ist. Nehmt das hier und schleift das hier oben. So. Ne? Hier täuscht das, aber der Winkel ist eigentlich gut.
Und jetzt gehe ich den Winkel auch entsprechend in die Schräge rein. Weil das ist ja mein Bug. Der ist ja etwas schräger angesetzt als wie das Heck. So wie beim Schiff auch. So, das ist jetzt eine kleine Formelarbeit. Jetzt immer so ein bisschen hin und her zwitschen. Aber so, im Großen und Ganzen haben wir jetzt das Ruderboot fertig. Auch von vorne sieht das einigermaßen gleich aus. Und die Feinheiten kommen, wie gesagt, später. Ja, jetzt geht das hier weiter an dieser geschlossenen Seite. Ich habe die Kanonen so weit zurückgefahren, wie es sein soll, weil hier vorne vor kommt dieser Banner mit den ganzen Wappen drauf. Banner habe ich folgendermaßen gemacht. Ich habe mir ganz feinmaschigen Baumwollstoff genommen und habe die Rückseite mit so einem Nahtband oder wie das auch immer sie schimpft, das ist etwas fester in der Struktur. Das lag auch beim Bausatz dabei. Ich kann euch das mal zeigen. Aber das waren solche breiten Streifen, die soll man an die Segel rannähen. Ich habe diese noch mindestens einmal halbiert. Normalerweise müsste man die dribbeln. Aber das wird dann auch zu futzelig. Aber ich will mal gucken, wie ich das bei den Segeln mache. Und dieses Banner wird dann hier vorne ran genäht. Ich habe da schon was vorbereitet. Da gehen wir einmal auf den Arbeitstisch. Wenn wir mal hier diese kleinen zarten Klötzchen beiseite nehmen. Tada! Da habe ich das Banner schon vorbereitet. Ich muss natürlich auch darauf aufpassen, dass ich mit dem Schild wieder anfangen, wo ich oben am Bug aufgehört habe, und muss natürlich genau so auch wieder enden, dass es hinten zum Heck passt. Von daher immer abwechselnd, und ich muss hier am Banner mit dem Adler, weil es oben wieder mit dem Lübecker Farben weitergeht. So, dann habe ich mir hier oben kleine Löchlein reingebohrt. Da werde ich dann mit der Nähnadel immer so einen amerikanischen Rundschlag machen. Hier Knoten, da Knoten. Hier unten muss ich das ein bisschen anders machen. Da komme ich, glaube ich, mit der Nähnadel nicht ganz so durch. Ich will das mal probieren, eine ganz dünne Nadel, und das gleiche dann auch machen. Ansonsten, ich werde da mit euch mal hochgehen, wie ich mir das denke, würde ich das gerne so einzeln anknoten. Und dann klappe ich den Vogel ganz einfach rum. Und der wird hier oben über das oberste Geländer einfach ran gemacht. Ja, so soll es irgendwie so aussehen. Naja, so sieht es hier eigentlich schon ganz schick aus. Das Ergebnis zeige ich euch später. Ja, ich habe hier jetzt schon mal ein bisschen angefangen, um das alles auszutesten. Und das funktioniert ganz wunderbar. Wie gesagt, ich mache sozusagen, ich sage mal, amerikanischen Rundschlag dazu. Also ich habe ja hier einmal rangeklammert, dass es mir nicht so runterfällt. Und dann gehe ich jetzt hier in das Loch rein, was ich mir vorgebohrt habe. Und dann suche ich mir hinten, wo ich da ein Löchlein in der Wand gemacht habe. Da seht ihr an, da habe ich eins gemacht. Und da gehe ich dann rein. Und dann nehme ich eine Zange, weil ich damit am besten greifen kann. Wenn ich sie denn zu fassen kriege. Sonst kann ich auch eine Pinzette nehmen. Aber mit einer Zange, die Pinzette hat nicht so viel Grip, weil dieses letzte Stückchen ist es eben halt immer ein bisschen blöd. Und wenn ich den dann so halt durch habe, gehe ich wieder auf der gleichen Stelle wieder zurück und gehe hier unter vor dem Faden an den Tau wieder raus, und dann ziehe ich das hier ein bisschen stramm, und dann kann ich das so durchziehen. Wichtig ist, dass ich das immer gleich stramm ziehe, weil ich habe jetzt ihn gerade gemacht,
vom wegen des Holzes kann ich das nicht so lange lassen. Und deswegen, sonst reißt das Band, der Nähfaden. So, und jetzt gehe ich wieder hier, wieder ans nächste ran, suche mir da ein Löchlein. Da ist eins. So, jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich mit meinem Kanonentakel da nicht ein bisschen durcheinander komme. So, zack. Da habe ich ihn. Und jetzt führe ich ihn wieder an der gleichen Stelle zurück. So, jetzt habe ich ihn wieder. Und wieder vor den Faden zurück, weil sonst, ich muss immer vor den Faden, wo ich reingestochen habe, reingehen, weil sonst krüppelt sich das alles so auf und dann würde das sich wie so ein es würde sich ihm halt irgendwie aufkrüppeln oder irgend sowas ähnliches. Würde nicht schön aussehen. Wollen wir es mal so ganz einfach ausdrücken. So, jetzt gehe ich wieder, in welchem Loch war ich? Jetzt muss ich da mal eben gucken. Jetzt muss ich in den Loch rein. Und ich habe da auch ein Loch gebohrt. Das ist ja der Wahnsinn, wo ich da über Löcher gebohrt habe. Oh, den kann ich sogar mit dem Finger rausziehen. Das habe ich ja sehr schön gemacht. So, mal gucken, ob wir das mit dem Finger auch wieder zurückkriegen. Ja. Und wieder da vorne vorgehen. So. Wie gesagt, hier mal ein bisschen so den Faden gerade halten, weil sonst röppelt sich das alles auf und dann hat man eventuell, wenn es ganz blöd läuft, mit einem Knoten vor dem Holzloch. Ne? Weil man spannt das und zieht das mal durch und diese Taue sind ja immer sozusagen ein bisschen gedreht. Taue oder Nähgarn ist ja immer gedreht. Und diese Drehung, die lässt sich langsam raus. Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr öfters was gedreht habt, dann sieht das, dann rubbelt sich das so auf. So, jetzt muss ich aber mal wieder gucken. Da dieses Loch habe ich gehabt. Und jetzt nehme ich dieses und da habe ich das Loch. Ja, da habe ich jetzt mein erstes Problemchen. Da komme ich nämlich voll in die Kanone rein. Da muss ich jetzt mal gucken, dass ich da irgendwie dran vorbeikomme. Und da bin ich jetzt direkt hinter einem Kanonentakel. Ja, das sind immer die Probleme, die ich jetzt hier mit habe, mit diesem Bausatz. Weil ich muss leider immer erst alles Innerliche aufbauen, bevor ich an das Äußerliche rankomme. Das ist ganz komisch. Normalerweise würde ich den, im Normalfall macht man ja den Banner fertig und so weiter und takelt danach seine Kanonen, aber dann komme ich da nicht mehr ran. Ist ganz einfach so. Dann komme ich an die Plöppel nicht mehr ran und ich komme an die Augen nicht mehr ran und so weiter und so weiter. Jo, ist ihm halt so. Muss man halt ein bisschen andersrum denken. So, hier seht ihr das wieder. Das röbbelt sich so ein bisschen auf und ich gehe dann immer mit dem Finger rein. Ziehe das einmal so glatt. Seht ihr, und da bin ich nämlich unter die Takelage von der Kanonentakel gekommen. Und da muss man eben halt aufpassen, dass man das jetzt so einigermaßen alles wegkriegt. So. Ja, und so mache ich jetzt immer Stück für Stück weiter. Da dürrt ein bisschen. So, das untere habe ich jetzt alles festgemacht und jetzt bin ich am oberen dabei und das obere ist wesentlich angenehmer. Da gehe ich meine vorbereiteten Löcher. Ich muss sehen, dass ich unter den Balken durchkomme und ziehe das dann einfach, ja, so wie ich das hier mache, das nenne ich amerikanischen Rundschlag.
So habe ich früher auch mal meine Socken, meine Hemden genäht. Da, wo es ging. Wie das nur wirklich heißt oder richtig heißt, das wissen wahrscheinlich einige näher. Ich nenne das den amerikanischen Rundschlag. Und ihr seht, das geht auch ziemlich zügig voran. Das Einzige, worauf ich jetzt noch achten muss, dass eben halt die Laschen, also die Züge immer richtig schön sind. Und ich muss aufpassen, dass das Tuch so ein bisschen über diese Reling rüberkommt. Also sich nicht irgendwie mal darunter versteckt. Aber das kann ich ja in dem machen, indem ich das ganz einfach von hier so ein bisschen wegnehme. Und dann funktioniert das schon. Na, wie hier zum Beispiel will es immer darunter. Dann gehe ich da so 1-2 Stiche rum. Führe das Tau immer schön gerade. So, und dann nehme ich den einfach so zur Seite und sage ihm, du musst ein bisschen höher. Und dann liegt das wieder vorne an. Ja, und so werde ich das jetzt bis zum Ende durchführen. Das geht ein bisschen schneller als das untere Teil. Ups, und da hat sich jetzt mein Faden verabschiedet. Naja, auch das passiert mal. Wie versprochen, einmal ein kleiner Rundgang über den Adler von Lübeck. Wie gesagt, hier kommt ja der Fockmast sozusagen hin. Dort kommt der Bugspriet hin. Hier vorne habe ich einen Niedergang hingelegt oder hingebastelt. Hier ist der Spill. Ja, sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber Graupner wollte das gerne so haben. Und da mache ich das. Ich nehme an, dass diese Hölzer irgendwie hier reingesteckt werden und dass man das dann irgendwie dreht. Hier hinten in der geschlossenen Version habe ich die ganzen Kanonen schon getakelt. Und hier vorne muss ich dann noch. Darum legen auch noch die lose die Bänder rum. Ja, hier kommt das Boot hin. Wie gesagt, ist auch noch nicht ganz fertig. Und dann geht das wieder ein bisschen weiter nach hinten. Da kommt allerdings nicht mehr viel. Hier ist noch ein Niedergang. Hier kommt noch einer von den zwei Gaffelmasten noch dazu. Hier hinten haben wir das letzte Loch dabei. Und das war es dann auch schon mal mit dem kleinen Rundgang über den Adler von Lübeck.